Oh nein. Was ist denn? Ich habe in 20 Minuten eine Abgabe an der Uni und eine Kollegin hat mich gebeten, das noch zu kontrollieren. Ach, darf ich kurz deinen Computer verwenden und nachschauen? Ja, gerne. Mein Passwort ist Martin1234. Was? Martin1234? Das ist kein gutes Passwort, Martin. Das solltest du ändern. Es sollte weder deinen Namen drinnen haben, noch dein Geburtsdatum und schon gar nicht sowas wie 1234. Und vor allem, du solltest es nicht weitergeben. Du hättest dich einloggen können oder mir einen Gastzugang geben. Unsichere Passwörter können schnell geknackt werden. Es gibt mehrere Arten, wie Passwörter geknackt werden können. Die wohl bekannteste Art ist die Brute Force-Attacke. Dabei werden einfach alle möglichen Kombinationen durchprobiert, bis das Passwort gefunden wurde. Ein einfaches Passwort wie 1234 knackt eine solche Attacke in wenigen Sekunden. Andere Attacken knacken das Passwort nicht, sondern versuchen, Benutzer oder Benutzerinnen dazu zu bringen, ihr Passwort zu verraten. Dazu gehören Attacken wie Phishing, Farming, Spoofing, Malware oder Shoulder Surfing. Eine häufige Phishing-Attacke sind zum Beispiel offiziell wirkende E-Mails von Banken oder Universitäten, die in der E-Mail Nutzer oder Nutzerinnen auffordern, ihre Zugangsdaten einzugeben. Keine seriöse Quelle würde Nutzer oder Nutzerinnen jemals per Mail bitten, die Zugangsdaten einzugeben. Zusätzlich können auch Viren Computer oder Dateien beschädigen. Dagegen gibt es Antivirus-Software. Webseiten, Dateien, Software oder Apps, die man auf den Computer überträgt, werden von dieser Software ständig überprüft. Windows hat sogar selbst ein Antivirenprogramm und eine Firewall bei Windows 10 integriert. Auf Linux hingegen gibt es deutlich weniger Viren. Dadurch, dass man für fast alles das Admin-Passwort braucht, ist es für Viren sehr schwierig, sich einzunisten. So, ich glaube, dieses Passwort ist jetzt wesentlich sicherer, aber es ist deutlich länger. Wie merke ich mir das nur? Ah, ich glaube, ich schreibe es mir auf einen Zettel und picke es mir dann auf den Bildschirm. Naja, besser wäre, du verwendest einen Passwortmanager. Ah, so etwas gibt es auch? Ja klar, ich helfe dir, den einzurichten.